abwechslungsreich und vielfältig. So präsentiert sich das erst kürzlich vorgestellte Kulturwunsch-Abo der Stadt Kniedelfeld. Auf was man sich in der kommenden Saison alles freuen darf, das erfahren Sie aus dem nun folgenden Beitrag. Vergangene Woche fand im Kulturhaus Kniedelfeld die Präsentation des Kniedelfelder Kulturprogrammes statt. Bürgermeister Gerald Schmid, der neue Leiter des Kulturhauses Franz Pressler und die Vorsitzende des Kulturausschusses Heidemarie Kreins-Papst stellten das Wunschabonnement für die Saison 2019-2020 vor. Natürlich wird auch schon für die Jüngsten einiges geboten. Ja, für junge Leute, also wenn ich jetzt bei den Kindern beginne, haben wir natürlich Kindertheater, dann wie jedes Jahr auch am 24. Dezember am Vormittag das Kindertheater, damit die Eltern in Ruhe den Christbaum schmücken können. Aber im Rahmen der ABO-Veranstaltung, wenn ich daran denke, da gibt es heuer Sexbomb, das Musical von Tom Jones. Und ich denke, das wird auch sehr ankommen. Und viele, viele andere Veranstaltungen, auch die nicht im Rahmen des Abos fallen, die für Junge sehr interessant sind, sei es für diejenigen, die sich für Blasorchester interessieren oder auch für Konzerte, die von jungen Musikschülern und so gemacht werden. Also ich glaube, das Programm ist auch für die Jugend sehr anspruchsvoll. Und wir werden weiterhin schauen, dass wir die Jugend immer mehr zu uns ins Kulturhaus bringen. Dieses Jahr stehen neben Konzerten, Kabarets und der Operette Die Fledermaus auch ein Musical und mehrere Theaterveranstaltungen zur Auswahl. Doch wie kommt dieses Programm eigentlich zustande? Das ist natürlich nicht ganz einfach, denn wir bekommen von ganz vielen Agenturen die Zeitschriften, wo verschiedene Angebote drinnen beschrieben sind. Und wir suchen es aus, natürlich auch, dass es in unser Budget passt. Dann soll es natürlich auch hochwertig sein. Dann das nächste Problem, das auftritt, ist, dass verschiedene Ensembles nicht zu der Zeit genau können, wo wir den Saal frei hätten. Das ist nicht ganz einfach. Wir müssen natürlich das schauen, dass das bei uns genau auch zum richtigen Zeitpunkt hineinpasst, dass es abwechslungsreich ist zwischen Konzert, Theater oder Kabarett. Wir können nicht nur hintereinander nur Theater machen, das passt auch nicht. Also es ist nicht ganz einfach und wir sitzen da schon einige Wochen, bis wir ein Programm entsprechend, das auch von der Bevölkerung angenommen wird, zusammenstellen. Für Bürgermeister Gerald Schmid ist dieses Programm Grund zur Freude. Ja, ein bundeshochkarätiges Jahresprogramm. 10 ABO-Veranstaltungen und natürlich sehen wir es nicht nur für die Kniedelfelder und Kniedelfelderinnen, sondern unser ABO-Programm strahlt in der Zwischenzeit weit über die Grenzen der Stadt hinaus und so freuen wir uns auch über Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region bis in den Bereich Wolfsberg und ja, da sind wir sehr stolz. Und warum gelingt das und warum funktioniert dieses ABO-Wesen so gut? Ich glaube, es ist das Auswählen der Veranstaltungen und natürlich darf man nicht vergessen, auch die finanzielle Erleichterung pro Abo bis zu 45% Ermäßigung. Ja, das zahlt sich aus für alle Kulturinteressierten. Das Kniedelfelder Kulturabonnement ist eine Geschenkidee aus der Region, die jeden Geschmack trifft. Darf man sich doch selbst aussuchen, welche Veranstaltungen dem eigenen Interesse entsprechen.